Ja, wir sind jetzt hier auf der CMT in Stuttgart am letzten Wochenende und haben hier den Herrn Diehl von Knaus Tabbert, der uns jetzt ein bisschen was erzählen kann. Wir würden auch gerne wissen, was so an Innovationen gibt und an Neuheiten. Können Sie uns da ein bisschen was sagen? Also traditionell, Stuttgart ist die erste Messe im Jahr und sie ist für uns natürlich total wichtig. Wir sind hier angetreten in unserer eigenen Halle 2 und präsentieren viele, viele Innovationen. Wir sehen uns ja als Innovationstreiber der Branche. Wir haben viele Fahrzeuge mitgebracht, wir haben aber auch viel Technologie mitgebracht. Lassen Sie mich ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, wir haben bei den meisten unserer Reisemobile ein sogenanntes Head-Up-Display, wo alle wichtigen Informationen, zum Beispiel, welche Verkehrslage ist gerade, welchen Navigationskurs habe ich gerade, welche Höchstgeschwindigkeit ist erlaubt, wo geht es eigentlich hin, das alles wird mir sicher in die sozusagen in den Blick, in das Blickfeld des Fahrers eingespiegelt auf diesem Head-Up-Display. Dann haben wir in all unseren Fahrzeugen einen Wasserfilter verbaut. Dieser Wasserfilter entfernt alle Keime und reinigt das Wasser von Schwebstoffen, Partikeln. Wir wissen alle, es gibt Campingplätze, da ist die Wasserqualität schwankend. Unser Wasserfilter beseitigt dieses Thema. Darüber hinaus haben wir einen tollen Fahrradträger, der heißt E-Hit. Das ist ein elektrischer Fahrradträger, der sich automatisch ausklappt und Sie können dann unterschiedliche Module, einen Fahrradträger, wo drei Fahrzeuge draufpassen, bis zu 75 Kilo Tragfähigkeit, aber auch eine Transportbox, die Sie dort montieren können. Und wenn Sie das Ganze zusammenklappen, ist auch noch eine Anhängerkupplung dran und Sie können an Ihr Reisemobil auch noch einen Anhänger dranhängen. Alles in einem der E-Hit Fahrradträger. Dann haben wir auch noch andere Themen hier. Wir sind natürlich sehr, sehr stark im Leichtbau unterwegs. Ein schönes Beispiel ist unsere Frame-Technologie. Beim Knaus Deseo haben wir da das Thema Frame-Technologie perfektioniert. Das ist ein Transportkaravan, der zwei schwere Motorräder transportieren kann und wo Sie die gesamte Heckklappe über die Breite des Fahrzeugs öffnen können. Das kann sonst so kein anderer. Das können wir nur mit unserer Frame-Technologie. Jetzt eine kurze Frage zum Wasserfilter, ist natürlich genial. Man braucht da öfters mal dann eine neue Filterpatrone, das wird ein Keramikfilter sein, nehme ich an. Nein, das ist eine Filtrationsmembran und der Filter ist so ausgelegt, dass er ein halbes Jahr lang funktioniert. Wenn der Filter dann zu ist, haben wir aber immer auch ein Überbrückungsstück, dass Sie einen Adapter haben, dass Sie zur Not eben dann auch ungefiltertes Wasser haben, falls Sie im Urlaubsort sind und keinen Reservefilter haben. Das können Sie spielend leicht per Klickverschluss selber wechseln. Woher weiß ich, dass der Filter zu ist? In dem Moment, wo kein Wasser mehr aus Ihrem Wasserhahn rauskommt, wissen Sie, dass der Filter zu ist. Und das Tolle ist, Sie wissen dann, der Filter hat seinen Job erledigt. Funktioniert. Und jetzt natürlich eine etwas indiskrete Frage, den Filter kann man nur bei Ihnen kaufen oder gibt es auch im freien Markt irgendwelche Filter? Nein, es gibt selbstverständlich, können Sie bei all unseren Knaus Tabbert Händlern diesen Filter bestellen, aber auch im Internet bei Bestcam Filter. Ah ja, okay. Das heißt, es ist dann preislich auch erschwinglich. Was kostet so ein Filter ungefähr? Liegt ungefähr bei 150 Euro. Okay, ist ja kein Problem. Und wenn man den Wasser nicht benutzt und ein halbes Jahr rumsteht, dann ist der Filter weiterhin einsatzbereit. Der Filter aktiviert sich in dem Moment, wo Sie ihn einbauen und dann hält der im Idealfall ein halbes Jahr. Also und wenn man ihn nicht benutzt? Wenn er einmal aktiviert ist, ist er aktiviert. Aha, interessant. Ja, dann vielen Dank mal. Wir wünschen weiter viel Erfolg und bei der nächsten Messe sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Gerne, Dankeschön. Ja, und hier auf der CMT am Knausstand haben wir nochmal ein interessantes Modell entdeckt. Sport & Fun Black Selection. Das Teil ist etwas größer wie der Deseo. Und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Sehr, sehr interessant. Hat etwas mehr Platz als der Deseo und ist etwas länger. Und jetzt schauen wir mal von allen Seiten rein. Hier gibt es hinten eine große Türe. Und hier haben wir vielleicht einen Verkäufer oder einen, der sich auskennt. Grüß Gott. Können Sie uns ein bisschen was erzählen? Grüß Gott. Ich bin der Herr Kampriger von der Firma Pitz aus Augsburg, Knaus Vertragshändler. Das ist das neue Modell Sport & Fan Black Selection, das Sondermodell. Es gibt dieses Fahrzeug als auch wie normale Ausstattung, wie Sport und Fun mit der Farbe Blau-Grün.
Und dieses Fahrzeug kann eigentlich sehr viel. Das kann bis zu 2 Motorräder laden. Dieses Fahrzeug kann bis 600 Kilo zuladen. Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 1130 Kilo im Fahrbahnzustand. Das heißt, mit Gasflasche, mit vollen Wassertank, 45 Liter. Eine Gasflasche oder zwei Gasflaschen? Eine Gasflasche, mit einer Gasflasche 11 Kilo. Mhm. Das Fahrzeug hat ein Hubbett. Wir können das gerne mal konstruktiv vorführen. Eine Auffahrrampe für Motorrad. Dann hat das Fahrzeug 4 Verzurrösen im hinteren Fahrbereich und 5 Verzurrösen im vorderen Fahrbereich, dass sie praktisch ein Motorrad verzurren können hier. Gegebenenfalls auch, wenn es 2 kleinere Motorräder sind, können sie 2 Motorräder verzurren. Okay. Dann haben wir hier ein Hubbett. Ich zeige Ihnen mal das Hubbett. Das können Sie hochklappen, das Hubbett. Einrasten. Wir tun Rollstuhl. Und hier können Sie ein Motorrad auch von der Seite reinfahren. Aha, da schauen wir uns einmal, da ist ja eine riesen Fläche da unten noch. Genau. Die schauen wir nachher von außen einmal an. Und da oben könnte man theoretisch auch schon schlafen, oder? Sie könnten schlafen oben und könnten unten auch über Nacht Ihre E-Bikes zum Beispiel drin lassen, dass sie nicht gestohlen werden, wenn es hochqualifizierte, teure E-Bikes sind. Aha, interessant. Dann können Sie natürlich auch, wenn Sie nur, wenn die E-Bikes nur zum Transport sein müssen, das normale Bett gibt es auch. Dann können Sie das normale Bett hier offen lassen und können Sie hier komplett laden, hier in diesen Raum hier. Aha, ja, da ist ja enorm Platz, ja. Und dieses Fahrzeug gibt es auch mit Klimaanlage? Dieses Fahrzeug gibt es auch mit Klimaanlage, mit der Dometic Freshjet 2200. Läuft die mit Gas? Die läuft mit Strom. Das heißt, man braucht eine große Zusatzbatterie. Mit Batterie geht es nicht mit 12 oder 24 Volt, die geht nur mit 230 Volt. Okay. Dometic Freshjet 2200. Okay, das heißt, sie hat ungefähr 2200 Watt wahrscheinlich Leistung. Das? Aufnahmeleistung. Okay, und dann gibt es halt hier eine kleine Küche, haben wir gesehen. Also Küche mit 3 Flammen, Herd. Oh, aha. Da kann man ja eine ganze Familie damit bedienen. Von Dometic. Aha. Dieses Fahrzeug hat auch eine Dusche mit drinnen. Mhm. Wenn Sie hier schauen, da können Sie hier ausziehen, dass das Wasser rausgeht. Und können Sie hier komplett diesen, auch eine Weltneuheit, der Duschvorhang mit Luftkammer. Aha. Der wo nicht am Körper kleben bleibt. Die Luftkammer muss man aber aufblasen mal mit einer Pumpe oder sowas, oder? Nein. Nicht. Und so haben Sie dann hier, können Sie sie reinstellen und das da innen reinmachen und dann können Sie innen duschen. Und unten bei dem Abfluss ist halt ein biegsames Rohr, ein Schlauch, der dann irgendwo hingeht, in einen Behälter rein. Okay. Genau. Ach, das ist und genial. Sie können auch theoretisch oder praktisch, wie Sie wollen, können Sie auch das Fenster aufmachen. Aha. Und können Sie auch außen duschen. Ah, interessant. Das zeigen Sie uns dann mal, dann können Sie mir vorstellen, wie Sie sich selbst duschen. Okay, war ein Spaß. Aber sehr interessant. Und ja, und dann gibt es natürlich irgendeinen Kühlschrank, habe ich gehört. Da drehe ich mich jetzt mal um. Es 145 Liter Kühlschrank ist das. Auch interessant. Also da passt einiges rein. Ist natürlich ein Kompressor-Kühlschrank. Ein Kompressor, Absorber? Weiß ich nicht genau. Okay, ich denke, das wird ein Kompressor sein. Der hat ein extra Gefrierfach, geht mit Strom, Gas und 12 Volt Dauerstrom, wenn die Batterie hat. Okay, da wird ihn aber nicht kühlen, sondern nur die Temperatur halten. Aha, merkt der Kühlschrank dann, wenn er bloß 12 Volt hat, dass er weniger verbraucht. Ja. Aber auch interessant, wenn er mal kalt ist, dann man macht nicht auf, dann hat man ja genügend Kühlung. Dann haben Sie hier ein extra Gruppe, da kommt ein Polster drauf, dass Sie hier sitzen kann, noch eine Person. Ja, auch interessant.
Haben Sie hier USB-Stecker genügend? Haben Sie Steckdosen 230 Volt unten drin? Aha. Wie viel Leistung? 230 Volt. Na, wie viel Leistung in Watt? Gut, müssen wir uns dann aus dem Detail Beschreibung rausholen. Das neue Wasserfiltersystem BWT Best Camp Mini. Das haben wir uns schon angehört auf der Pressekonferenz. Super interessant. Ein halbes Jahr hält dieser Filter. Was haben wir? Steckdosen. Aha. Extra Steckdosen in der Küche. Ah, sehr gut. Okay. Alles LED-Leuchten. Gut. Also sparsam. Viel Licht. Das sieht ja gut aus. Und hier unter den Sitzen ist da noch irgendein Platz? Da ist hier unter den Sitzen ist die Warmwassertherme. Oh, oh. Aha, sehr gut. Die Therme funktioniert mit Strom. Mit Strom, okay. Und hier hinten ist der Frischwassertank, 45 Liter. Aha, interessant. Aber die Therme funktioniert dann nur mit 230 Volt? Mit Strom. Ja, Strom gibt es 12 Volt auch, aber 230 genau. Volt. Okay, schaut auch lustig aus und hier können ja bequem an die vier Personen dann genau, sich aufenthalten. Genau, der Sitz kann man hier runter klappen. Ah, lustig. Und? Und hier kommt eine Ausgleichspolster drauf. Aha. Und dann kann hier bis zu vier Personen. Oh, auch interessant. Auch interessant. So, und ja. Wenn Sie sechs Personen haben wollen zu schlafen, dann machen Sie das. Ja. Dann machen Sie das Hubbett drauf hier. Aha. Fahren das hier rauf. Aha. Und legen unten eine Matratze rein und können unten theoretisch nochmal zwei Leute durch diesen großen Raum unten drin schlafen. Das ist ja dann ein Mannschaftstransporter. So ist es. Auch dieses. Ich sage immer, dieses Fahrzeug ist der Multikulti-Wagen, der wo alles kann. Bitte nicht Multikulti sagen, das ist negativ belegt. Ist negativ. Okay, Spaß muss Sie sein. Sie wissen, wie Sie meinen. Ja, also sehr interessant. Ja. Das ist interessant. Ja, dann mal vielen Dank. Jetzt schauen wir ihn von außen nochmal an. Also, das scheint ja die eierlegende Wollmilchsau zu sein. So ist das. Der Diesel ist zwar auch ganz interessant, aber irgendwie hat das Ding noch mehr Pep. Und, so ist das. Also, sehr, sehr interessant. Dann bedanke ich mich mal herzlich und wir schauen uns dann noch ein bisschen hier um. Vielen Dank. Sie können mich gerne besuchen in Augsburg. Wir haben ständig Lagerfahrzeuge, die Firma Pizza aus Augsburg. Dann vielen Dank. Merci. Ciao. Tschüss. Ja, und jetzt sind wir heimlich mal hier von unten die Leiter hochgeklettert. Also das ist das Dach, ganz interessant. Angeblich 70 Kilo Tragkraft. Also man könnte da auch noch was drauf transportieren, was natürlich genial ist. Und ich denke, wenn man hier noch in die Plattform etwas verändert, könnte auch jemand mal auf dem Dach vielleicht sogar rumlaufen. Was noch besonders interessant ist, man könnte hier natürlich ganz genial eine große Solarzelle hier dazwischen einlegen und dann hätten wir eine eigene Stromversorgung. Also lustige Geschichte und wir steigen jetzt wieder hinab. Ja, was ist denn das hier? Wir haben hier eine Trockentrenntoilette mit Kompostfunktion, die kein Wasser verbraucht und wo Sie zur Entsorgung keine spezielle Entsorgungsinfrastruktur mehr brauchen. Sie trennen Urin und Feststoffe in zwei unterschiedliche Behälter und die Feststoffe werden mit Hilfe von Kokosfasern kompostiert. Das führt dazu, dass Sie alle 60 bis 80 Benutzungen leeren müssen. Das sind bei zwei Personen in Vollzeitnutzung etwa einen Monat. Und da gibt es keine Gerüche? Nein, durch die Trocknung, Sie müssen sich das vorstellen wie ein Hundehaufen, der drei Tage in der Sonne gelegen hat. Wenn unsere menschlichen Fäkalien getrocknet werden und das passiert mit der Kokosfaser, dann haben Sie keinerlei Geruchsentwicklung. Ja, und wenn man jetzt unterwegs ist, wo kriegt man dann diese Kokosfasern her? Das ist ja ein Spezialteil. Nein, die Kokosfasern sind ein handelsübliches Pflanzsubstrat, wird als Torfersatz verkauft und das bekommen Sie von Ikea über Garten- und Baumärkte bis hin zu Discountern im Frühjahr, wenn Pflanzaktionen sind. Und was kostet dann so ein Block? Zwischen 80 Cent habe ich sie schon gesehen und 2 Euro. Und das reicht dann für, wie gesagt, für etwa einen Monat, wenn Sie zu zweit Vollzeit benutzen. Das heißt, die laufenden Kosten sind sehr gering? Die laufenden Kosten sind sehr gering, ja. Dann schauen wir uns das jetzt nochmal an, wie das ausschaut. Aha. In den vorderen Behälter wird der Urin abgeführt. In dem hinteren Behälter werden die Kokosfasern und die Fäkalien gesammelt, verrührt. Und in der Benutzung müssen Sie nichts anderes machen, als zum Flüssigen lediglich diese Klappe geschlossen halten. Dann läuft aller Urin jederzeit hierüber oder darüber nach vorne.
müssen sich nicht konzentrieren. Und wenn Sie die Klappe öffnen fürs Feste, erledigen Sie Ihr Geschäft, schließen die Klappe, drehen dann die Kurbel. Und das ist alles, was Sie beachten müssen. Zum Reinigen nehmen Sie etwas Wasser mit Essig oder mit Zitronensäure. Und das ist es auch schon. Es ist jederzeit sauber und immer angenehm zu benutzen. Und jetzt kommt natürlich die Preisfrage, was kostet so ein Teil? Die kostet 999 Euro inklusive Versand in Deutschland. Okay, und wie schwer ist dieses Teil? Die Toilette wiegt so, wie sie jetzt hier steht, 12,7 Kilo inklusive aller Montagematerialien. Okay. Kann man jetzt dann hier, wenn man sein großes Geschäft macht, auch Papier reintun oder muss man das... Natürlich. Sie können ganz normales Papier verwenden. Sie brauchen kein spezielles Campingpapier. Und das können Sie in der Toilette entsorgen oder getrennt sammeln, wie immer Sie das gerne möchten. Das macht für die Funktion der Toilette keinen Unterschied. Vielen Dank. Sehr gerne.